Was bedeutet eigentlich studieren? Was ist ein Labor? Öffnen wir die Türen und schauen uns an, was uns im Studium erwartet. Willkommen im Labor für Kommunikationstechnik. Wir schauen uns heute einen Versuch aus der Vorlesung Kommunikationssysteme an. Auf dem Scope sehen wir gerade das Ergebnis. Wir wollen ein bisschen schauen, was man da sieht und starten jetzt mit dem ersten Teil. Das heißt, wir schauen uns mal an, was denn alles dazugehört, wie wir eigentlich unser Signal erzeugen. Wir nehmen mal den kompletten Arbeitsplatz und nicht nur das Scope als Endergebnis und sehen, dass wir hier so eine kleine Fernbedienung haben, wie man sie aus dem Fernseher kennt. Das ist für mich jetzt eine Infrarot-Fernbedienung. Von daher sollte für jedem klar sein, dass wir uns über Infrarotkommunikation unterhalten. Welche Fernbedienung wir nehmen, ist eigentlich vollkommen egal. Wir brauchen etwas, mit dem diese Fernbedienung sich unterhalten kann. Sie unterhält sich im Fernsehen mit solchen kleinen schwarzen Chips. Das heißt, das wollen wir auch gleich mitnehmen. Und das ist genau das, was man hier jetzt gerade sieht. Wir starten etwas einfacher und nehmen mal die ganze Elektronik weg und nehmen so eine kleine Infrarotdiode und versuchen mal davon das Signal anzuschauen und wollen am Ende gucken, wie wir dann zu dem tollen Bild kommen mit der Fernbedienung, die wir gerade hatten. Dazu gehen wir hin und nehmen jetzt hier unser Signal weg. Wir sehen, das ist gerade angeschlossen. Das nehmen wir jetzt weg und schalten hier unsere Diode drauf. Und müssen jetzt natürlich hier am Scope ganz viel einstellen. Damit das etwas einfacher ist, haben wir uns Setups gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf File, öffnen das Setup, was wir dafür brauchen. Wir machen gerade eine Diode und schalten das frei. Wenn ich jetzt meine Fernbedienung nehme und da drauf drücke, sollte irgendwas passieren. Man sieht das Signal. Ob man sieht, wenn ich weiter weggehe mit meiner Fernbedienung, ändert sich das Signal von der Amplitude. Wir nehmen mal eins und halten das fest. Das heißt, ich kann hier an dem Scope anstatt kontinuierlichen Trigger einen One-Shot machen und dann bleibt unser Signal statisch und wir können uns das anschauen. Dieses Signal hat jetzt verschiedene Teile. Das, was man sofort sehen kann, ist, dass man hier so eine breiten, wir sagen Pulse hat, dass man schmale Pulse hat, dass man hier zwischen Pausen hat, die hier auch schmal sind und breit sind. Und in dieser Anordnung von Pulsen und Pausen steckt jetzt das drin, was mein Fernseher machen soll. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Taste drücke, ändert sich dieses Schema. In dem Schema sind noch mehr Sachen drin. Das heißt, wenn wir hier gucken, hier ist unsere Nulllinie. Das heißt, hier ist irgendein Signal, was hochgeht. Dann ist hier oben etwas, ja, wo ich jetzt eben Puls zugesagt habe. Das schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Gehen wir wieder unseren Weg. Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal an der Fachhochschule Münster in diesem Labor für Kommunikationstechnik. Ich mach so langsam. Ja, ja, warte. Du hast schon die Tür bewegt, die Klinke. Ach so. Ist doch egal. Ja. Was bedeutet eigentlich studieren? Gehen wir doch mal in ein Labor der Fachhochschule hinein und schauen uns das an. Das wäre jetzt